So, willkommen zurück bei Downward. Ich habe ganz unten noch was gefunden. Noch mehr Gear. Scheinbar spawnen diese Dinge hier alle wieder. Ich habe gedacht, ach. Hab ja ganz schön viele vergessen, aber denkst du? Die kamen nämlich urplötzlich einfach alle wieder. Aber weil ich euch damit nicht ärgern will, sehen wir uns oben wieder, würde ich sagen. So, wir sind jetzt wieder hier oben. Ich habe lange gebraucht, um das Ding da zu sehen. Hier hatten wir das letzte Mal mal nicht aufgehört. Noch mehr Gear. Genau, wir standen hier, haben da unten noch was gesehen und wollten es holen. Als ich noch nicht wusste, dass die alle respawnen. Weil sonst hätte ich sie wahrscheinlich nicht geholt. Sagen wir es, wie es ist. Da ist wieder so ein roter Kreis. Sowas Gemeines. Okay, wunderbar. Hier können wir speichern. Hier haben wir noch so ein. Heulen ist immer praktisch. Ah, ein versteckter Golem. Da komm, greif an. Easy, Brad. Someone must have left this here on purpose. Ist es ein Weg oder eine Spur? Oder so ähnlich. Bin mir selber gerade nicht so sicher. So, weiter geht's hier. Oh, hat fast nicht gesehen. Mit dem Licht nicht so easy. Oh Gott, das war weit. So, wo müssen wir hin? Einmal rüber. Ist da jetzt egal, ob links oder rechts, oder? Schätze ich mal. Hier hinten irgendwo was Interessantes. Wirkt fast nicht so. Aber wir setzen mal ein neues Zeichen. An dem Sonnenlicht sind die Dinge echt schwer zu erkennen, krass. Aber ich will natürlich drüben auch mal vorbeischauen. Wer weiß, was da gibt. Also mein OBS spinnt einfach weiter, sagt viele Frame-Verlust und ausgelassen und übersprungen und was weiß ich, das liegt irgendwie am Spiel, fragt mich nicht. Solange das Ergebnis nicht zu furchtbar aussieht, dachte ich mir eigentlich, ist es mir egal. Ah ja. Oh, so ein Golem. Au. So, nochmal. So, wunderbar. Das hier sieht aus wie was, was mal Portale waren.
Da sehe ich was. Da, wunderbar. Haben wir den auch geholt. Ah ja, schön, hier war sonst nichts. Drüben war natürlich der richtige Weg. Man kennt es ja von mir schon. Dass ich immer erst den richtigen gehe. So, heilen wir uns nochmal, bevor ich das wieder vergesse. Speichern nochmal. Und dann gehen wir drüben zu unserem Ziel, würde ich sagen. Und haben dann die Eiswelt abgeschlossen? Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, was wir suchen. Hab den Überblick über unser Ziel irgendwie schon wieder verloren. Dachte, ich schaff's nicht mehr. Warte mal ab, bevor ich das Ding nehme. Ah, ist so cool. So, take artifact. So, Statue können wir eigentlich mal wieder aufleveln. Müssten wir nicht ungefähr 10.000 haben? Hm, irgendwie nicht so. Ja, was weiß ich, schreit ihr mal lauter oder so. Ja, wir haben irgendwie gar nicht so viele davon. Wie ich mir immer einbild. Es kommt mir vor, als ob ich ewig viel davon sammeln würde. Oh, I know how what? No. That's not the same, you know? Well, be careful with that. Okay. And now? Good. Jetzt können wir bestimmt wieder benutzen. Eben auch nicht. Ah, okay, man kann da doch runter. Ich wollte schon kurz verwirrt sein. Hey, die Gegner respawnen auch. Auch gut zu wissen. Genau, ich vergessen. Okay. Wo hast du jetzt hingeführt? Kann ich den schon nehmen? Die tiefe Arena, aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich darüber komme. Wenn man nicht irgendwie noch Doppelsprung oder so bekommt. Und da hatten wir doch schon eigentlich. Ach, ich bin so vergesslich. Irgendwie dachte ich, wir hätten da noch nicht reingeguckt. Wir wollen irgendwie zurück. Hätte er doch rausnehmen können.
Ja, ja, genau. So, genau. Müssen wohl irgendwie hier hoch, hä? Und dann wieder runter, genau. Ja, das musste so sein, weil ich gerade nicht durch reine Dummheit gestorben bin. Nein, nein. Aua. Dinge machen ganz schön viel Schaden. Good as new. Das weiß ich gar nicht. Ja, ich muss trotzdem irgendwie zurück. Good. Naja, dann war das wahrscheinlich so gedacht. Schätze ich jetzt mal. Ohne es wirklich zu wissen. Keine Ahnung, wo das mich hinführt. Aber wir wollen wohl einfach wieder raus aus der Welt. Okay, na dann. Wohin geht's? Ich bin ja höchst gespannt. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Standbild habe beim Ladebildschirm, da meckert OBS nicht rum. Aber sonst, wenn es mit über 60 FPS läuft, sagt er, oh, nur 40. Ich glaube, der will mich heute einfach ärgern. Bitte muss ich hin? Mir scheint, wir müssen einfach wieder nach oben mit unserer Abkürzung hier. Kann das sein? Nochmal rein zum Schrein. Oh, ich muss gleich kurz niesen. Oh, entschuldigt bitte. I'll come back later. Hey. I guess somebody left this behind. Eine Taschenlampe wäre super recht. Also das ist jetzt für mich voll genauso dunkel wie für euch wahrscheinlich. Ich sehe annähernd nichts. It's adorable. Hey, ist nur ein Ausgang nach draußen. Bringt mir irgendwie gar nicht so viel. Oder? Vielleicht geht's ja doch irgendwie woanders hin. Well, I guess nobody needs this. Gut zu Gas. Okay, einfach zurück. Wir haben unser Himmelsteilchen. Mehr wollten wir hier doch gar nicht. Aua, den habe ich nicht gesehen. Es ist so dunkel. Mann, Mann, Mann. Also wie gesagt, ich sehe auch annähernd nichts. Ich kam mir das letzte Mal irgendwie heller vor. Locked. Da bin ich wohl aus Versehen in ein
Upsi. Nicht packen. Yes, it's open. Hey, so, noch mehr Gear. Broken Gear, part of one of the advanced machines. Okay. Ist jetzt sonst noch irgendwas? Das hier ist ja wieder einfach der Ausgang. Ne, dann haben wir das hier unten, glaube ich, einfach alles fertig. War nur so ein bisschen zusätzlich. Für alle, die noch ein bisschen was haben wollten. Die blöden Dinger gehen auch einfach wieder an. Na, dann wissen wir wenigstens, dass wir die nicht dauernd ausschalten müssen. Ja, dann auch irgendwie unsinnig. Andererseits müssen wir eh darüber. Oh. Das war irgendwie knapper als gewollt. So. Jetzt war ich in der anderen Welt. Jetzt erzähl mir, was mir das bringt. Hey, hallo. Are you here? I found it. This has got to be it, right? Good, very good indeed. With this, even if only just a bit, we are one step closer to our goal. That place was unbelievable. How could the people capable of making a floating citadel just disappear like that? I mean, the knowledge, the power. I am glad you could see this. The same planets that brought upon this misery also brought us the discovery of new and powerful machines, which are now scattered everywhere in these lands. Yet, as the Flying City showed you, the planets in these machines must not be taken lightly. They can be a source of salvation or destruction, depending on how they are used. Well, enough of this for now. All that matters is that we need to collect all the relics. All we have to do is collect the rest of the relics, and we'll be able to control the planets. All right, I'll go get the second one. I just really hope this works. Good. Come back later. I will instruct you on your next destination. And there she goes, the disembodied voice. Well, off I go, on a quest given to me by a voice in my head. So, you gain the power to activate the beta planet. The heat irradiated from this planet will slowly deplete your health. Suche nach Laternen. Und okay, die Hitze macht uns verwundbar am beta planet. Wir brauchen immer Laternen. Erkennen wir immer nichts. Wo bin ich? Im Hidden Canyon. Schön und gut, aber... Warte. Aha. Da war doch was versteckt. Yes, so. Platzieren wir das hier mal. Das sah aus, als ob wir es nicht geschafft hätten. Aber das sind wir von dem Entwickler mittlerweile gewöhnt. Ja, das geht nicht mehr. So, strange bottle. With an unknown content. Even if there was a tag on it, no one would probably be able to read it. Das Ding berühren. Okay, egal.
uns die Punkte hier wieder und dann auch zum Beta-Planet, würde ich sagen. Und ja, haben wir erst gefroren und jetzt dürfen wir auch ein bisschen schwitzen, würde ich sagen. Ist ja nur fair, oder? Hey, wasn't so bad. So, jetzt müssen wir da unten hin. Das heißt, wir gehen mit der Passage wieder nach unten. Ich bin mir unsicher, welche das ist. Die da hinten. Also, sie war nicht so weit drüben. Das bedeutet aber, wir müssen irgendwie in die Richtung. Das hat mir weniger gebracht, als ich gehofft habe. Können wir aber auf den Turm hoch, oder? Sollten wir das können, schätze ich. Doch, da waren... Also Sprungmechaniken haben wir jetzt eigentlich alle, die ich so kenne. Der einsame Turm. Da, genau. So, hier können wir hoch. Das erinnert extrem an das Onkelspiel hier. Story about my uncle. Sweet. So. Ach, da komme ich hoch. Okay. Double Jump. Konnten wir das nicht schon? Hey, great. Da, mir scheint, wir können da jetzt darüber. Kommt mir vor, als ob wir einfach nur sehr viel höher bringen können. Autsch, was schon. Wir können aber jetzt hier hochspringen. Das spart uns, glaube ich, einiges an Weg, oder nicht? So, genau. Dann sind wir nämlich wieder hier. Das da ist uns irgendwie noch unbekannt. Ah! Egal. Vor dem können wir noch weglaufen, finde ich. Okay. Sind wir hier? Oh, ein Schachbrett. Chessboard. It's only a surface on it. Many stories can be told. It's only a matter of being able to see them. Ist da oben was?
Nö. Wenn, dann sehe ich es nicht. Well, if it isn't my old friend. Hey, da bist du. I'm a bit scared to ask, but what are you doing here? Are you following me, you crazy old man? Me? No. You. You are following me. Isn't this fine weather for treasure hunting? I don't have time for your jokes. Where are we? Was there a city here or something? Who'd choose to live here of all places? The worst place to live is the best to escape to. Who'd be crazy enough to follow you there? After the apocalypse, boah, recht hat. The inhabitants discovered how to control one of the planets, but they did not want to share their knowledge. They feared others more than the planets, you know? So, they choose to live here, alone. Learning to survive here made them strong, you know? When the war came, they were more than prepared. Nothing could best them. But, oh, there is a catch. Surviving all that, being in constant danger, made them accept it. And when the fire came, they were not able to fear it enough to save themselves. There's still someone here, but I don't talk to her. There's no point to, really. Plus, she ate my books once. Can you believe it? Oh, one of your friends is weird? Yeah, no, I didn't see that coming. Is there anything interesting to find here? Ist unser Charakter gemein. Me? Well, maybe. Ugh, never mind. Okay, aber wie es hier auf Beta, dem Lava-Planeten, so abgeht, das sehen wir erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.